Damit begrüße ich euch zu einer weiteren Folge Edencrafter. So, wir bauen jetzt diese Teile. Da brauchen wir jetzt zwei Stück von. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das heißt, wir brauchen erstmal Stangen wie Sand am Meer. Weil wir brauchen vier Zahnräder. Theoretisch bräuchten wir gleich acht, ne? Das machen wir auch. Wir bauen jetzt nämlich gleich für beide, für das Kupfer und für das Eisen. Na, sag mal. Ach Quatsch. Ja, habe wieder eins viel zu viel gemacht. Ist egal. So, dann brauchen wir Zement. Acht Stück. Ja, genau. So, reicht das mal? Ich bin echt gespannt, wie das aussieht. Wenn hier... wenn hier die beiden Dinger da gleich alle nebeneinander stehen. Wie gesagt, ob das alles so funktioniert, weiß ich ja nicht. Zum Glück kann man ja alles problemlos wegreißen. So, was brauchen wir für die Eisenträger? Da brauchen wir noch... acht Stangen, wenn ich gerade richtig gerechnet habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube, ich habe gerade zu viel gezählt. So, Stangen haben wir. Nee, ist genau richtig. Supi. Aber wir bauen erstmal. 1, 2. Okay, da fehlt noch was. Was fehlt? Noch 5 Eisenstangen. Dann habe ich doch falsch gezählt. 1, 2, 3, 4, 5. Hä? Ich glaube, das Ding piept schneller, als er baut. So, dann haben wir davon auch 3. Quatsch, wir brauchen ja 6. Wir brauchen ja 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ne? War das nicht so? Ey, Quatsch, was fehlt denn jetzt da noch? Ach, Eisenplatten. Entschuldigung. 1, 2, machen wir ein paar mehr, ist ja egal. Was aber bin ich jetzt. Ich rechne schon wieder total falsch. Ich habe heute schon wieder so viel Zahlen in der Birne, das ist schon wieder unnormal. Deswegen, komm, wir brauchen. Ja, oh, guck mal, wir haben noch genug Eisen in der Tasche. Warum bin ich denn so geizig mit dem Bauen? So. So. Okay, eine Platte und noch 3 Stangen. So. Ich hab das schon... Nee, komm. Ich glaube, ich muss an dieser Folge aufhören zu spielen hier. So, hier brauchen wir jetzt 4 Platinen eigentlich, ne? So, haben wir denn jetzt alles? Hier. Genau, dann haben wir alles. Supi. Dann bauen wir gleich 2 nebeneinander. Nehmen wir für das Eisen. Jetzt bin ich bloß beim Überlegen, baue ich das ganz dicht nebeneinander oder lasse ich ruhig ein bisschen Platz zum Durchlaufen. Guck mal so. Nee, ich lasse ein bisschen Platz zum Durchlaufen, weil wenn wir nachher noch mehr hier hinstellen, man will ja auch mal da ran. Kann ich hier durchlaufen jetzt? Wunderbar, genau so meine ich das. Und dann gleich noch so ein Ding. Anderthalb haben wir mehr Platz. So. Guck. So, hier drin machen wir... Ja, Moment. Moment. Ich brauche jetzt theoretisch noch mehr. Warte mal, hier brauchen wir nur, hier haben wir nur das eine. Das ist, hier gibt es ja nur Kupferplatten. Aber hier gibt es ja... Naja, guck mal, jetzt muss ich mir das ganz genau... Kann man das übereinander bauen? Also mal, erstmal drehen.
Oh. Oh. Ey, man kann es auch übereinander bauen, habe ich gerade gesehen, ne? Da würde ich nämlich sagen, dass man alles, was mit Eisen zu tun hat. Doch, kann man, ne? Guck mal, oder? Lass mich mal hoch hier. Ach so. Ey, das ist jetzt ein bisschen verschoben. Das gefällt mir jetzt überhaupt nicht. Das muss schon, Nanu, hör mal auf. Nanu. Geht gar nicht anders. Das geht bloß so. Aber ist ja auch egal. Guck mal, dann können wir hier unten. Hier stellen wir her die Platten. Die Eisenplatten. Und da oben stellen wir her die Eisenstangen. Ey, geil. Aber Moment mal, können wir auch. Ach, ja toll. Wie machen wir das denn jetzt mit dem Förderband? Das habe ich mir das nicht richtig überlegt. Oder kann man hier vom Förderband eine Abzweigung bauen? Ah, hier. Na. Ist ja geil. Was ist das hier? Förderband Förderbänder. Ach so. Aha. Führt bis zu 3 Förderbänder in Reihe zusammen und leitet alle Ressourcen auf einem Förderband weiter. Förderbandteile entnimmt Gegenstände von einem einzelnen Förderband und gibt die zwischen 3 anderen Förderbänder aus. Aha. Dann muss ich das. Ach, cool. Jetzt verstehe ich, wartet mal, das baue ich mal gleich. Ich brauche, halt, wartet mal. Ah, dann kann ich da oben einen Förderbandbus hinbauen. Und dann hier unten geht es wieder auseinander. Aber warte mal, wie geht denn das mit dem... Nee, wartet mal. Ich werde erstmal den bauen. Förderbandteile. Nein, hör mal auf, ich wollte rechts klicken. Den. Ich brauche 6 Eisenplatten. Und 2 Platinen. So, dann mal gucken. Mal gucken, ob das funktioniert. Wenn ich jetzt das Ding hier hinbaue, den verteile, zerteile, ob er... Geht was? So, und das ist ja doof. Fällt mir jetzt gar nicht. Na, ich stelle die mal hier hin. Ich werde das mal. Ich muss es ja erstmal testen, ob das überhaupt funktioniert. So, dann werde ich mal hier. Wie viele Platten haben wir denn überhaupt noch? Wir haben gar keine Eisenplatten. Ob ich auch zweimal Eisen, ob ich das Eisen verteilen kann. Weil das habe ich zum Beispiel in der Demo noch nie gemacht. Ich hatte zwar Förderbänder. Aber nur. So, wartet mal. Jetzt mache ich erstmal hier. Hier Förderband. Gehe ich hier mal ran. So, und gehe hier unten ran. So. Dann gehe ich hier mal ran. Und gehe dahin. Was? Achso, da fehlen Platten. Ich habe kein Eisen mehr, ne? Was bloß ein bisschen blöd aus wird, diese riesen Kurve jetzt, ne? Aber ich sag mal, irgendwann wird man ja so viel Eisen haben. Dann baue ich einfach noch so ein Ding hier hin und dann, pff, dann ist das eben so.
Guck mal. Dann können wir uns das hier bald alles klemmen. Schade, dass ich mit dem Förderband nicht, dass ich das Förderband jetzt teilen kann irgendwie. Und hier ab hier, warte mal, wenn ich hier oben anfange, dass es hier rangeht. Schade. Warte mal, wenn man hier rangeht. Nein, das gefällt mir ja gar nicht. Das sieht ja nur richtig schnodderig aus. Dann müsste ich wahrscheinlich doch von hier ran, ne? So, da oben ist noch was. Und erstmal gucken, ob das überhaupt funktioniert, weil er ja mehrere Teile auseinander machen will, ne? So. So geht's erstmal. Okay, so, und das muss ich von hier. Ich habe noch 6 Platten. Hab ich noch genug Eisen hier, ne? So, dann gucken wir mal, ob wir das Eisen von da oben jetzt wirklich so runterholen können. Gut, reicht. Da bin ich ja mal gespannt, ob das funktioniert, ob er jetzt gleich loslegt. Oh, bitte lass es reichen. Okay, das Eisen kommt. Cool, guck mal. Er baut hier gleich einen Tunnel. Oh, ist ja geil. Das sieht ja... Mann, das sieht ja gar nicht gut aus. So, ich kletter mal hier oben rauf und dann gucken wir mal. Aber wartet mal, ich werde mal schnell nochmal Sauerstoff holen. Wenn mir das reicht. Und dann mal gucken, ob er bei beiden denn das teilt. Das wäre echt super. Das finde ich ja cool, dass er die Erde gleich wegnimmt. Ne, dann hat er ja einmal Eisenstangen. Eisenstangen. Was? Ne, hier oben ist Platten. Und da ist Eisenstangen. Okay. Oh, ich dachte schon. So, sie kommen. Es funktioniert. Ist das geil. Das freut mich. Das freut mich. Das freut mich. Guck mal, er teilt das einmal gleich, ne? Er braucht hier wahrscheinlich mehr. Das ist ja geil. Hier oben kommt rein und die Platten werden gebaut. Da oben kommt rein und die Stangen werden gebaut. Ist ja geil. Okay, das habe ich noch nicht gewusst. Das finde ich ja echt superb. Eigentlich könnte ich das Ding auch wieder wegreißen hier, ne? Essen war hier. Was ist das hier? Konservendose. Nee, war das das hier? Das ist ein Behälter. Gesundheit plus 30? Gesundheit plus 20? Nö, da machen wir natürlich... Achso, da brauchen wir... Fürs Essen brauchen wir Quarz? Ist ja ekelhaft. Und wir haben genug Fresserchen da. Wir machen mal 20 Stück. Nein, hör auf. Nein, hör auf. Hör auf. Achso, hier Probos beenden sagen. So. Ah, einmal können wir noch. Dann machen wir das so weg, dann haben wir bloß 20. So, supi. Ist das geil. Ist das geil oder ist das geil? Cool. So. Denn, was müssen wir als nächstes bauen? Ich würde mal sagen, wir bauen das Ding erstmal, was da oben ist. Ich benutze Bodendünger, um den Boden zu bewässern. Ah, okay. Das ist das Teil hier.
Guck mal, wir brauchen Eisenplatten. Ist das geil? Zement. Und wenn wir irgendwann mal das Auto haben, ne, was man im Video gesehen hat, das wäre ja, mal sehen, was das für ein geiles Teil ist. So, wo muss das denn jetzt hin? Das muss hier hin. Da brauchen wir auch Wasser. Wo baut man das denn hin? Irgendwo? Ich würde mal sagen, ich werde das mal hier so ein bisschen an die Seite stellen. Hier so hin. Aber da wir Wasser brauchen. Aber warte mal, ja, dann brauchen wir jetzt ja diese komische Kupplung oder was das war. Nicht hier so ein Ding brauche ich ja jetzt. Dann müssten wir das eigentlich hier zwischenbauen. Kann man das hier zwischenbauen? Geht das einfach so? Ich brauche Eisenplatten. Du musst wissen, wo wir die ganzen Eisenplatten herkriegen. So, ich glaube, ich muss das Rohr nochmal wegnehmen hier. Oder mal gucken, ob vielleicht kriegen wir das einfach dazwischen gebaut, aber das glaube ich nicht. Ja, sag ich doch. Geht nicht. Shit. So. Müssen wir das Ding erstmal hier zwischenballern. Ah, das wird das bestimmt wieder zu eng, ne? Jetzt kriegen wir wahrscheinlich das Rohr wieder nicht dazwischen. Sag ich doch. Ach, verdammt. Nein. Bist du denn des Teufels? Okay, dann machen wir das. Ups, dann machen wir das anders. Du gehst wieder weg. Erstmal. Das kann ja keiner ahnen, Mensch. Was denn du? Oh Gott. Ihr habt nichts gesehen, ne? Zum Glück habt ihr das eben nicht mitbekommen. So, dann bauen wir das Ding hier erstmal hier hin. So, warte mal ein bisschen weiter weg. So, dann verbinden wir das erstmal, um zu gucken, ob alles vernünftig ist, bevor wir wieder wegreisen. So, haben wir. Dann bauen wir das Ding mit dem Ding erstmal zusammen. Gut, das geht auch. So, dann müssen wir jetzt hier das Plantageding wieder hinbauen. Da ist das Wasser. Halt. Da muss ein Rohr jetzt. Da ist das Rohr. Ach, komm. Was hat ein bisschen wenigstens? Ja, oh, ein Glück. Oh, piu. Wasser ist drin. Yep. Und hier hinten auch, ne? Ja, Boden 4% fruchtbar. Ey, cool. Kommt denn hier irgendwann grün? Geil. Das gefällt mir. Aber ich glaube, ich habe das Gewächshaus wieder da blöde hingebaut. Weil... Wenn ich jetzt von da zu den Schränken will. Wie war das mal da wegmachen hier? Nein, ich will das wegmachen. Zerstören? Achso. Das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg, das kann weg. Das kann auch weg. So ein Ding wollte ich noch bauen, ne? Planetenanalysator. Na gut, dann bauen wir mal so ein Teil. Bauen wir das Ding? Oh, was ist denn das? Ein Zonendünger. Ach, und das Ding muss dann bestimmt an dem Ding angeschlossen werden, mit dem Förderband. Ah, ach du dann haben wir hier... Dann haben wir hier nur... 5 bis 24 Megawatt. Das hat bloß 7. Ich würde mal so ein Ding bauen, wa? Guck mal, einen Eisenträger brauchen wir davon bloß. Das bauen wir mal fix. Haben wir hier was alles? Ne, wir brauchen 5 Eisenstangen.
So. Dann bauen wir mal so. Dann bauen wir mal so ein Teil. Kobalterz brauchen wir dafür. Bauen wir das Ding hin? Was hier oben drauf bauen? Ne. Ich will das mal hier in der Mitte bauen. Weil ich sag mal hier. Baut man ja wahrscheinlich eh nichts mehr. Na, guck mal. So, wir sollen ein Planeten blablabla bauen. Wo ist das Teil? Was ist denn das? Eine Kiste. Ah, da könnte man das Essen reinpacken. Mülleimer. Aha. Ja, irgendwann kriegen wir hier noch Büro und sowas alles. Was ist das? Dachgelände. Das? Okay. Spielen wir jetzt hier eine Runde Minecraft? Da ist das Ding. So, wir brauchen zwei Antennen. Ich weiß mal nicht, warum ich gerade zwei Antennen brauche. Wir brauchen 8 Eisenstangen. Ich glaube, wir haben Eisenstangen hier. Da oben oder hier unten? Ne, hier oben. Hier muss ich hin. So, und dann brauchen wir einen Computer. Das heißt, wir brauchen eine Platine. Wir brauchen 10 Platinen. Ach ja, ich habe gerade überlegt. Warte mal, ich bin wieder durcheinander gekommen. Silizium kriegen wir aus Quarz. Und Quarz haben wir ja leider noch kein Förderband hier unten. Ach so, wartet mal, das kann ich ja auch daran klemmen. Stimmt. Da kann ich doch dieses ich bin voll. Nein! Stimmt, und dann zerlegt er das ja auseinander. Das werden wir auch nochmal ausprobieren. Was? Ach, habe ich jetzt gar nicht aufgesammelt? Na, das ist ja jetzt doof. Was habe ich denn jetzt gemockt? Scheiße. Okay, ich brauche einen Schrank. Ich brauche einen Schrank oder irgendwie sowas in der Art. Schließfach. Oder eine Kiste. Ich werde jetzt mal eine Kiste bauen hier. Und dann machen wir erstmal das Fresserchen da rein. Dann haben wir da schon mal ein bisschen Platz. Kann man das auch beschriften, das Ding? Nee, ne? Egal. So, dann sind wir wieder hoch. Stimmt ja, ich habe ja gar keine. Nein, guck mal, es wird grün. Oh, ich bin ja so begeistert. So, jetzt haben wir genug. Das sieht ja schick aus. So. Bin ich jetzt bescheuert? Was wollte ich denn jetzt überhaupt machen? Achso, Computer wollte ich herstellen. Platinen. So, Platinen haben wir genug. Jetzt brauchen wir nur noch 5 Kabel. Was brauchen wir dafür? Kupferbarren. Kupferbarren. Ich glaube, die müssten wir hier haben, ne? Nein! Ach, da. Oh, pfiou. Zum Glück baut er irgendwann nicht weiter. So, jetzt müssten das 5 sein, ne? Ja, da.
Subi. Na, da können wir das Ding ja jetzt draußen hinbauen irgendwo. Da. Oder wird das Ding hier drin hingebaut? Ach, der wird hier drin eingebaut. Aha, okay. Warum eigentlich? Ich glaube, auf dem Bild war das Ding so, ne? Kann ich das Ding einfach hierhin vorstellen? Weiß auch jetzt nicht, warum er jetzt so viel Platz hatte. Oha! Guck mal! Gedüngte Region. 508 Quadratmeter habe ich schon gedüngt, ja? Wasser gefiltert. Klima reguliert. Noch gar nichts. Abgeschlossen, Terraforming. Also mit anderen Worten, wenn ich jetzt da hinten... Wenn ich jetzt da hinten so ein Ding hinballer hier... was ist das hier? Spitzbalken, okay. Hier so ein Ding hier. Hier so ein Teil. Zonendünger. Dann könnte ich doch hier... Ach, dann muss ich Wasser und Förderband. Ach, du kriegst die Tür nicht zu. Ach ja. So, verbessere deinen Server, um den größeren Erzvorkommen zu scannen. Erreichen Sie 1000 Quadratmeter gedüngte Fläche. Ja, das kriegen wir doch hin. Muss ich überlegen. Entweder baue ich noch nochmal so ein Ding da. Warte mal, wie viel Fläche warte ich jetzt? 600, ne? Ne, 508. Theoretisch noch einmal so ein Ding. Oder was verbraucht mehr? Hier brauche ich 6 Eisenplatten, Zement und dieses komische Ding. Und hier brauche ich... Ah, hier brauche ich mehr. Bewässert und verteilt Pflanzensamen über eine größere, über eine große Fläche. Was für Sauerstofferzeugung erheblich unterstützt. Da will ich ja fast so ein Ding bauen, wa? Der braucht aber auch 20 Megawatt. 30, 100 Liter Wasser. Aber wisst ihr was, ich werde trotzdem dieses Ding bauen. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Folge wieder. Haut rein. Tschüss.